Hallo, hier ist die Line von der Wildnisfamilie. Wir möchten euch heute zeigen, wie man aus Efeublättern Spülmittel machen kann. Das haben wir selber ausprobiert, wobei ich ehrlich gesagt zugeben muss, dass wir fast nie Spülmittel benutzen. Seit wir in der Wildnis waren, haben wir gemerkt, dass es was ist, was ziemlich unnütz ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir das einfach mal ausprobiert. Ist eine Sache, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist und Spülmittel wirklich mal braucht, kann man sich das kurz selber herstellen. Also, man braucht eigentlich nur Efeublätter, die sucht man sich irgendwo. Wir mussten die Ranken schneiden bei unserem Haus, ansonsten einfach nur ein paar Blätter abmachen und die erstmal in eine Schüssel reinrupfen oder die Blätter reinmachen. Ja, dann werden die Blätter klein gerupft, damit man praktisch dieses Blatt öffnet. Dann kann das, was drin ist in dem Blatt, besser freigelegt werden, wenn später dann heißes Wasser dazu geführt wird. Man muss es jetzt nicht so klein machen, einfach nur, dass man dieses Blatt öffnet. Ja, ich habe hier heißes Wasser vorbereitet, was ich dann über den Efeu gieße. Das muss nicht kochend sein, das reicht, wenn es vor der Kochgrenze im Prinzip ist. Das Ganze lässt man dann einweichen. Ja, man kann es einen Tag einweichen lassen oder auch nur ein paar Stunden. Siebt dann die ganzen Efeublätter ab. Ich hatte jetzt keinen Sieb, musste es irgendwie so machen. Genau, und wenn man dann dieses Ganze abgeseit oder abgesiebt hat, kann man dann dieses Wasser benutzen oder diese Brühe oder wie auch immer man diese Sud nennen möchte. Ja, das ist dann ein richtig grünes Wasser. Je länger man es auch stehen lässt, umso grüner wird es. Wobei, ich denke, man kann es so 2-3 Tage benutzen, dann sollte man es eh wieder frisch machen. Sonst ja, stinkt es irgendwann mal so, wie man Blumen in der Vase hat und die sehr abgestanden sind. Ja, und das faszinierende Tatsache ist, wenn man es dann in ein Glas abfüllt und schüttelt, dass es dann diesen Schaum gibt, diesen typischen, der eigentlich zum Spülen dann geeignet ist. Wir haben jetzt allerdings keine Erfahrung, wenn man irgendwie was hat, was wirklich richtig fettig ist, inwieweit es dieses Fett löst, was ja eigentlich ein Spülmittel machen soll. Das müsst ihr selber ausprobieren. Für das, was wir essen und zubereiten, reicht es auf jeden Fall. Und wir finden das eine super Idee. Wie gesagt, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, ist es eine feine Sache. Man verschmutzt die Umwelt nicht. Die anderen Wohnmobilianten werden vielleicht ein bisschen komisch gucken, wenn man das irgendwo hingießt. Ja, dann kann man schon aufklären und sagen, hey, es gibt eine gute Alternative zu einem normalen Spülmittel. Danke fürs Zuschauen.